Die Kornkammer Europas brennt. Videoaufnahmen zeigen brennende Stapel von Sonnenblumenkernen in einem Lagerhaus. 10.000 bis 12.000 ukrainischen Soldaten droht die Einkesselung in einem Raum von 40 mal 40 Kilometern zwischen Lyman, Artemisk, Popsana und Sefirodonetsk. Sowohl der britische Geheimdienst, der laufend die Situation an der Front anhand vorhandener Informationen öffentlich analysiert, als auch das US-Verteidigungsministerium räumen mittlerweile ein, dass die russischen Streitkräfte im Osten der Ukraine stetig voranschreiten. Aus dem umkämpften Gebiet tauchen immer mehr Videos von ukrainischen Einheiten auf, die über fehlende Waffen und Munition klagen. Die EU rüstet in der Ukraine weiter nach. Mit Waffen die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf zu unterstützen. Das haben wir getan und werden wir auch weiter tun. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir die Länder unterstützen, die noch über Panzer zum Beispiel aus ehemaligen Beständen des Warschauer Vertrages verfügen. Wir haben bereits einige solcher Vereinbarungen vorbereiten können. Sie wissen von den entsprechenden sehr konkreten Festlegungen, die wir mit Tschechien gefunden haben. Ich habe jetzt mit dem griechischen Ministerpräsidenten festgelegt, dass wir das Gleiche machen wollen im Hinblick auf Griechenland, die über solches Gerät verfügen und werden ihm dafür deutsche Schützenpanzer zur Verfügung stellen. Das wird jetzt ganz konkret zwischen den Verteidigungsministerien zu Ende besprochen und dann auch schnell umgesetzt werden können. Kurz gesagt, deutsche Panzer wandern nach Griechenland, damit die sowjetische Ausrüstung von dort in die Ukraine geschickt werden kann. Auch auf wirtschaftlicher Ebene dreht die Europäische Union weiter an der Daumenschraube. Das bleibt nicht ohne Antwort der Russischen Föderation. Gestern mitten in der Nacht haben wir dann beschlossen, de facto 90% der russischen Öleinfuhren in die Europäische Union bis zum Ende des Jahres zu verbieten. Und das zu einer Zeit, in der wir sehen, dass Russland die Lieferungen an mittlerweile 5 Mitgliedstaaten und, Sie wissen schon, Finnland, Bulgarien und Polen, aber jetzt auch an ein Unternehmen in den Niederlanden und an ein Unternehmen in Dänemark unterbrochen hat. Nur in einem geeinten Europa lässt sich ein Embargo dieser Größe bewerkstelligen. Für einige EU-Länder ist ein Losreißen von russischem Öl schwieriger. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán fordert umfassende Garantien zur Sicherung der Ölversorgung, bevor er einem Embargo zustimmt und bringt damit eine leichte Dissonanz in die europäische Einigkeit. Aber nicht nur Ungarn erringt eine Kompensation beim Sondergipfel. Oder auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Tschechien. Tschechien war bedroht davon, dass 30% seiner Dieselbestände plötzlich nicht mehr vorhanden wären, die es aber täglich braucht. Das heißt, hier gab es Kompromisslösungen, die sind gefunden worden. Und bis man halt einen Kompromiss findet, kann es auch ein wenig dauern. Natürlich ist auch Frankreich bei den Gesprächen in Brüssel dabei. Den französischen Präsidenten Emmanuel Macron beschäftigt aber mehr als nur das Öl an diesem Tag. Der Journalist Frédéric Leclerc-Imhoff war in der Ukraine, um die Realität des Krieges aufzuzeigen. An Bord eines humanitären Busses zusammen mit Zivilisten, die gezwungen waren, vor den russischen Bomben zu fliehen, wurde er tödlich getroffen. Ich möchte noch einmal mein Beileid aussprechen und ganz klar sagen, Frankreich hat immer gegen die Straflosigkeit gekämpft und wird dies auch weiterhin tun. Ja, es gibt eine Untersuchung durch unsere Richter und es werden internationale Ermittlungen mit den Ukrainern durchgeführt. Wir haben bereits mehrere Ermittlungen im Rahmen der bestehenden Zusammenarbeit mit der Ukraine eingeleitet, die sich auch auf dieses Verbrechen und den Mord an ihren Kollegen erstrecken werden. Ich möchte auch auf das Schärfste die Worte verurteilen, die ich von Beamten gehört habe, die seinen Status als Journalist, den ihres Kollegen oder die Gründe, warum er dort war, negierten. Das ist inakzeptabel. Es gibt einen bestehenden Rahmen. Journalisten und humanitäre Helfer müssen in Kriegsgebieten geschützt werden. Die Zivilbevölkerung muss geschützt werden. Und wir sehen heute, dass der Krieg, für den sich Russland entschieden hat, gegen alle internationalen Gesetze verstößt. Kriegsverbrechen ist das Wort, das Macron unausgesprochen lässt. Nicht so dieser Richter in der Ukraine. Das Kotelewski-Gericht in der Region Poltawa verurteilt am Dienstag 2 russische Militärangehörige zu jeweils 11,5 Jahren Haft. Bei der Gerichtsverhandlung werden die Angeklagten der Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges für schuldig befunden.
Unter Berücksichtigung der oben genannten Tatsachen und auf der Grundlage des ukrainischen Strafgesetzbuches befindet das Gericht Bobykin Alexander Wladimirowitsch für schuldig im Sinne der Anklage gemäß des ukrainischen Strafgesetzbuches und verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe von 11 Jahren und 6 Monaten. Den Ermittlungen zufolge waren die Soldaten an der Beschießung von Objekten in der Region Kharkiv während des russischen Einmarsches in der Ukraine beteiligt. Die Angeklagten bekennen sich während der Gerichtsverhandlung schuldig. Das russische Verteidigungsministerium hat sich bisher nicht zu dem Fall geäußert. Es werden noch viele solche Prozesse folgen, denn der Krieg tobt und wird weiter Opfer fordern.